Castle Torgeth, weiter geht's. Ich bin auf der Eingangsebene jetzt hier im Gefängnis. Und da gab's ja noch diese eine Tür, für die ich schon längstens einen Schlüssel habe, aber ich hatte mich in anderen Bereichen verrannt. Vielleicht finde ich hier ja noch was ganz Besonderes. Und es gab ja auch irgendwo Richtung Küche so eine Tür. Ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwann, wenn ich hier durch bin, hinten dann bei der anderen Tür rauskäme. Das wäre halbwegs logisch und würde in mein Weltbild passen. Ah. Fackel. Bisher gibt es hier gar nichts. Oder ist das jetzt schon die Tür? Moment mal, das ist doch schon die Tür, oder? Ja. Da war gar kein Raum zwischen den beiden Türen. Das kommt mir so ganz vage bekannt vor, von vor 3 Episoden ungefähr. Ich glaube, wenn ich jetzt hier weiter lang laufe, dann komme ich in die Küche. Mal schauen, ob das stimmt. Wenn es stimmt, dann heißt das, dass ich nur noch eine Tür habe, wo ich weitergehen kann. Nämlich da, wo ich zuletzt aufgehört habe. Da irgendwo hinter der Folterkammer. Die Tür, die ich wieder zugemacht hatte. Ja, hier ist nirgendwo irgendwas zu finden. Auch kein Gegner, das ist schon der Bereich, den ich gemacht habe. Irgendwann komme ich in Richtung Küche wieder raus. Ja. Na gut. Wäre das auch geklärt, ich hätte gedacht, dass da vielleicht mehrere Räume noch zwischen diesen beiden Türen sind. Hätte ich schon eine Minimap gehabt, die es ja im Spiel noch nicht gibt, die aber kommen soll. Und dann hätte ich das vermutlich besser gesehen auf der Karte. Dass zwischen der Tür und der gleichen Tür kein Raum mehr sein kann. So, hier, nee, hier war was. Speiseraum, genau. Ich könnte mal die Hexe fragen, ob sie wieder was zu verkaufen hat. Mal so testweise. Sie hatte, glaube ich, noch einen Salat. Der mich aber auch nicht wirklich anmacht. Hexe, wo warst du? Oh, so another one comes to greet this old witch. Expedition? Now that you mention it, there were some foolish people who came to pillage this place. I tried to warn some of them, but they wouldn't listen to me. Ah, what can you tell me about this place? The people claimed I crossed boundaries that were never meant to be crossed, but they need only look here to see an example of going one step too far. This place was once home to a great country. I believe they once called it Devinstart. Ah, is there anything else you can tell me? Well, I have a lesser mana potion for 25 gold coins. I need it to run my experiments. Ah. Okay. I also have lettuce available for 10 coins. That's all I have for the moment. Go on now. I'm tired of all this talking. Also, die Händler füllen sich wieder auf mit Potions. Das ist schön. Ich weiß aber nicht, in welchem Rhythmus. Ich war ja zwischendrin mal aus dem Spiel draußen, ob das jetzt der Rhythmus ist. Oder ob man, keine Ahnung, irgendwelche Viecher gekillt haben muss. Ob man vielleicht aufgestiegen sein muss, damit das wieder geht. Wäre da... Uah. Toll. Ah, super. Weil ich ja so viel Gesundheit habe. Mist. Ich war gerade in Gedanken und habe darüber sinniert, ob das wohl mit dem Level-Up was zu tun hat. Wenn ich einen Level-Up habe, dass danach die Händler vielleicht wieder voll sind. Ja. Spiel. Du willst mich gerade so richtig ärgern, ja? Ja, dann nehme ich halt meine letzte hier. Bist du jetzt zufrieden? Ja, toll, danke. Blödes Ding hier links und rechts. Ich bin hier voll am Kommentieren, da denke ich doch nicht an irgendwelche Fallen.
Lebenspunkte. So, hier müsste ich, glaube ich, einfach nur rechts rumgehen. Dann käme ich ziemlich schnell wieder an der Tür an, die ich zugemacht hatte. Warst du das schon? Ja, du warst das schon. Hier geht's weiter. Mana. Use. Moment nochmal. Das ist ein ziemlich großes Spinnennetz da in der Mitte. Nicht, dass das schon das von der dicken Spinne ist. Ich speichere lieber mal. Kommst du, dickes Ding? Oh, die ist aber resistent. Oh, das war die Giant Spider. Schön, dass ich die nicht im Nahkampf gemacht habe. Und damit habe ich auch die erste, die allererste Errungenschaft freigeschaltet. Und demzufolge müsste ja eigentlich der Abstieg zur nächsten Ebene gar nicht so weit entfernt hier sein. Zumindest hat der letzte Abenteurer davon berichtet, dass man sich an der dicken Spinne auch hätte vorbeischleichen können. Und dass es dann irgendein Tor gäbe, für das man einen Zauberspruch braucht. Was bist denn du? To those seeking entrance, cast the magic spell to unlock the gate from its binding, and you may pass. Mhm. Welches Gate denn? Ah, ich sehe ja nicht ganz genau. Das war ein Level-Up, glaube ich. Hier finde ich eine Mana Potion. Schön. Da finde ich die nächste Spinne, oder? Ne, ist alles nur Knochen. Da ist nichts drin. Oder? Ich kann hier durchlaufen. Ja, nix. Das war ja komisch, dass man diese dicke Spinne, die offenbar der Endgegner von der ersten Stufe hier ist, dass man die so ohne weiteres aus der Ferne besiegen kann. Ich bin froh drum, aber damit hatte ich nicht gerechnet. Da ist die Tür wieder. Okay, Mitte. Nix. Da ist auch noch so ein Pfeiler. Da ist aber auch nix. Gut, dann auf ins Spinnennetz. Es hieß ja, die dicke Spinne hat irgendwelche... Wow, je, 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 je. Weg! Ekelpaket. Da ist noch eine. Ich sehe dich ganz genau. Okay, weg. Es hieß ja, die Spinne hat irgendwelche Mitglieder der Expedition gekillt. Vielleicht heißt das ja auch. Yes. Dass hier noch was übrig ist an Tränken.
Wenn man genug Mana hätte, dann wäre das alles schön hier, aber wie? Ich hoffe, ich habe jetzt hier alle Spinnen erwischt, die hier rumgekrabbelt sind. Ich habe noch eine einzige Mana-Potion und das war's. Klasse. Und bisher finde ich hier im Spinnennetz gar nichts. Außer Schädeln. Steinen und Holz. Ach, meine Vermutung war das dann wohl nicht. Also trifft nicht zu. Ich hätte gedacht, ich finde bei jedem dritten Skelett jetzt hier irgendwas Schönes. Was zum Spielen und Schokolade. Nee. Nicht mal hier ganz im Zentrum. Das ist gemein. Wo ich es doch so nötig habe. Na gut. Wenn ich nichts finde, kann ich es nicht ändern. Ich brauche eine Fackel. Da hinten ist aber eine. Und da ist auch das Tor. Stimmt's? Ja. Ach so, hier Schlüssel. Ah, das geht automatisch. Ah, verstehe. Ist das jetzt hier Level 2? Tatsächlich. Das ist jetzt hier Level 2. Wahrscheinlich ebenso groß. Und ebenso gefährlich. Oh, hier sind Skorpione. Ich habe doch keine Ressourcen. Der braucht zwei Feuerbälle. Der da. Auch. Kampfmusik? Nee. Jetzt bitte, lass mich was finden. Lass mich was finden, sonst ist das Quirgespielt-Projekt sehr viel schneller zu Ende als 10 Folgen, weil wenn ich jetzt hier krepiere und ich habe überhaupt nichts mehr. Ach, ich sehe, der Nebel ist schon wieder voll. Scheiße. Pickaxe. Nix. Okay, Mana. Potion. Eine. Greif zu. Danke. Nix. Hier, Salami und Brot. War das eine Salami? Ja, Slice Salami. Topf. Tür. Und jeden Moment kann dieser hässliche Werwolf wiederkommen. This place sure is well defended. We've suffered only minor casualties getting past the massive spider. But now we've run across more problems. A large maze, presumably made to stall intruders, has come across our path. We also came across some magic supplies located in the right wing of the maze, but they were defended by two large spiders, so we decided to leave them alone. To make matters worse, the only exit seems to be hidden somewhere deep within the maze. Upon venturing inside, we discovered new dangerous traps that impeded our progress. I sure hope the treasure here is worth all the trouble this place is giving us. Ja, und mir auch. Das war gerade. The Expeditions Records Volume 3. Ich muss mal wieder was essen. Zum Beispiel einen großen Schinken. Oder auch zwei davon. Und ich brauche dringend Heilung. Heilung für den Gewehr. Wo gibt's die hier? Ah, da drin nicht.
Ah. Wenigstens eine. Ja, Eingangstür, klasse. Das reicht man gerade, um den Werwolf zu besiegen und um danach wieder halbwegs, also halb gesund zu sein. Und ja, das war's dann. Also irgendwie bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich die 10 Episoden schaffe. Und ich spiele auf normal. Wahrscheinlich gibt es noch irgendwelche Tricks beim Kämpfen, die ich einfach nicht raffe. Hallo. Ich speichere mal. So. Ein Gerippe an der Wand. Und hier ein kleines Sammelsurium an Dingen, die die Welt nicht braucht. Unter anderem Stiefel. Ach. Tja. Ich bleib mal immer rechts rum jetzt. Zur Abwechslung. Ja, das hier ist genauso groß wie die Ebene höher. Oh je, ich sehe dich ganz genau. Mana alle. Schweige gehabt. Werwolf? Nee, bisher nicht. Ich sagte immer rechts rum, ja? Genau. Immer rechts rum. Helm, Hammer. Ist das eine Waffe? Nein, ist auch nur irgendwelcher Scheiß. Old Gear oder sowas. Ach, ich könnte natürlich hochlaufen in den ersten Stock und dann da die Händler nochmal abklappern und mir Heilungspotions leisten, so viele wie geht. Das ist aber nur eine Notlösung. Ach, wieder einmal erwischt. Irgendwie erwischen die mich immer. Ich sehe aber auch nicht so wirklich gut, wenn die anfangen anzugreifen, dass man dann blockt. Da ist nichts drin, oder? Das Fass ist hohl, aber... Nee. Immer rechts rum, habe ich gesagt. Und das werde ich auch weitermachen im nächsten Teil. Bis dahin!